Die Salzburger Austria feierte im September ihren 75. Geburtstag. Mit knapp zweimonatiger Verspätung erschien nun die DVD 75 Jahre Austria Salzburg. Vorstandsmitglied Alexander Hütter und Co. stöberten monatelang in diversen Archiven. Das Resultat kann sich durchaus sehen lassen. Die Mühe war es auf jeden Fall, wenn man die Bilder sieht, da kriegt man heute noch eine Gänsehaut, was damals für eine unglaubliche Begeisterung geherrscht hat. Und 75 Jahre Austria Salzburg war anders, das eben auf DVD zu bringen. Und wenn man sich die Bilder von damals anschaut, dann fühlt man sich auch bestätigt in dem, was wir heute tun. Natürlich ist noch ein weiter Weg, aber der ist momentan sehr erfolgreich, und umso größer die ganze Geschichte wird, umso mehr stoßen natürlich auch wir an unsere Grenzen, und deshalb appelliere ich an Politik und Wirtschaft, uns jetzt da langsam ein bisschen unter die Arme zu greifen, damit wir dann in 25 Jahren, wenn die DVD 100 Jahre Austria Salzburg rauskommt, ähnliche Bilder zum Anschauen haben wie heute. Bei der Präsentation mit dabei waren auch einige Ex-Austrianer. Denen fiel es angesichts dieser Bilder nicht schwer, in Erinnerungen zu schwelgen. Man kann sich erinnern, wie der ganz alte Platz war, wie man gesagt hat, selber als Ballscheine angefangen hat, bei Herrn Eckel, was ja auch Jugendleiter war, und eigentlich alles mitverfolgt hat, auch die Jahre in Itzling und dann wieder das neue Stadion, und jetzt wieder da praktisch in dem, kann man sagen, Prachtbau, Stadtbibliothek, was reinkommt und sagt, ein violettes Herz wird da eigentlich nicht aufhören zum Schlagen. Und das Schönste ist einfach, du triffst wieder, und vor allem du bist wieder live dabei. Aber auch einigen Austrianern der neuen Generation kommen manche Bilder zumindest bekannt vor. Also zumindest die 90er-Jahre-Szenen haben zumindest alle im Fernsehen gesehen. Ja. Aber einige natürlich auch live. Ja. Das war sowieso, ich war leider nicht ganz im Fansektor, sondern immer so schräg gegenüber. Aber ich hoffe wirklich, dass das veröffentlicht wird. Ja. Eines scheint aber klar. Das letzte Kapitel im Geschichtsbuch der Salzburger Austria ist noch lange nicht geschrieben.